I am posing this as a statement rather than a question, but I would ask you to reflect on it. It's some thoughts based on the past 1.5 days, and it builds also on Doron Weber's mentioning of John Nash's, the film A Beautiful Mind. The question I have is, do you think that Russell Crowe, upon preparing for his role, had to understand Nash's equilibrium theory to give a good portrayal of his life? So that's just for contemplation. but the impression that I get, I have the idea that we have a lot here quoting Martine Bauman, Turtles and Peacocks. If you know her thesis, then you may know the metaphor. If I understand the levels of the discussion, sometimes I get the impression that the television format should be about how can we create an introductory course in physics which is not boring. And I doubt that that is the purpose or the intent of the processes here. And I seem... Thanks. I have the idea that there's a difference in three levels. Like, we could start a physics course, or we have the question, how can we represent an accurate professional environment, which is where you really need the experts. And then there's the level of imagination, where you introduce a profession that seems plausible to the audience and that creates a conceptual space or a fantasy space in which they can explore if it would be for them, which does not have to match the realism of a professional environment like CSI, but that would be identifiable, because I don't think as much as I don't understand much of Nash's equilibrium. I get some sense of atmosphere from the campus and what life there must have been like, but I doubt that it would be realistic in any real sense. So there is that boundary of realism and imagination, and I was curious about your thoughts on the topic. These were mine. Sorry it took so long. Thank you so much for your contribution. Mag jemand was dazu sagen? Herr Gleim? Ja, das ist so eine ganz wahnsinnig schwierige Frage und die drei verschiedenen Positionen, die Sie aufgemacht haben, ich glaube, dass wir in der öffentlich-rechtlichen deutschen Diskussion noch sehr stark immer noch, und das ist ja zum Beispiel eine Generation, aus der ich auch sehr stark komme, von so realistischen Vorstellungen geprägt sind. Und deswegen zum Beispiel, das kann man auch sehr gut am öffentlich-rechtlichen Programm sehen, ja praktisch kaum zum Beispiel fantastische Formen haben, leider Gottes viel zu wenig Comedy auch, sondern tatsächlich eine, ich würde sagen, in unserem Programm, zum Beispiel der ARD, eine getrennte Welt haben zwischen einem realistischen, sozusagen deutschen, gegenwartsbezogenen Film, der beispielsweise am Tatort sehr stark ist und für die ältere Zielgruppe sehr stark aus der Tradition des deutschen Heimatfilms letzten Endes stammende Entlastung und Kompensationsformate, die also in Richtung also ich weiß es zum Beispiel, wenn die Theorie stimmen würde, dass erfolgreiche Berufe in Deutschland imitiert werden, dann dürfte ja doch die katholische Kirche gar kein Problem mit ihrem Nonnennachwuchs haben. Denn so viele Nonnen, die bei uns im Fernsehprogramm rumturnen, das müsste ja irgendwie beispielhaft sein. Also die Nonne ist ja hier eben nicht der beispielgebende Beruf, sondern es ist die entlastende Figur einer alten Welt, wo eben noch Nonnen eine bestimmte Rolle gespielt haben. Also das nenne ich jetzt mal sozusagen Kompensationsfernsehen. Und was Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe, finde ich tatsächlich, es käme darauf an, jetzt zum Beispiel mit den Autoren solche Räume zu öffnen für eine Imagination, in der zum Beispiel die Realitäten des wissenschaftlichen Lebens oder unsere Abhängigkeiten von Wissenschaft oder unsere Chancen durch Wissenschaft, nennen Sie es, wie Sie wollen, eine Rolle stärker spielen und sozusagen das, was und darin, also für mich ist zum Beispiel, um es mal ein Beispiel zu sagen, für mich ist ja CSI etwas, wo sich eine
bestimmte Vorstellung von wissenschaftlicher Erkennbarkeit fast sozusagen so etwas wie eine wie etwas Zauberhaftes, Magisches hat. Also ich glaube, man kann diese Formate nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Recherche, das ist die dramaturgische Erzählweise, also der Schritt 1, 2, 3. Das andere ist aber irgendwie sozusagen das Erkennen der Ursubstanz, aus der alles zu erklären ist. Und diese Mixtur zum Beispiel vom mythologischen Erzählen, die da drin ist, und von einer sehr genau getakteten, wunderbar getakteten, also es ist ja von der Form her häufig, dort übrigens auch nicht mit Repetitionen arbeitenden Dramaturgie, einfach sehr genau auf die jeweilige Minute des Zuschauers ausgerichteten Dramaturgie. Das finde ich schon faszinierend. Ich glaube zum Beispiel, das wäre so ein Beispiel für so einen Raum, für so einen konzeptionellen Raum, in dem ein bestimmtes Erzählen möglich ist. Und ich würde eben immer denken, dass wir uns, dass das Problem der deutschen Redakteure nicht das ist, dass sie von Naturwissenschaft und Technik zu wenig Ahnung haben, sondern das Problem ist, dass sie diese eigene Kompetenz, ihre erzählerische Kompetenz, dass sie die nicht genügend wahrnehmen. Und dann kommt ein zweites Problem dazu, das fand ich bei Maja Götz, sehr wichtig, dieses, dass Fernsehen auf Fernsehen rekurriert und dass dies wiederum auch eine bestimmte Forschung bei uns zum Beispiel, der Art unserer qualitativen Tests macht, die uns in unseren Möglichkeiten auch wieder sehr stark einschränkt, weil sie immer mit dem Zuschauer ausgeht, der bestimmte Erwartungen hat, diese Erwartungen nicht enttäuscht sehen will. Also wenn wir den Tests haben, wo dann die Tests unseres Programms, zum Beispiel der ARD, dann sitzen die Zuschauerinnen, dann wissen wir, dass die Bestimmtes nicht zulassen. Und so findet eine wechselseitige Erziehung von Redakteuren und der sie begleitenden Forscher statt, die ich gerne mal kritisch untersucht hätte. Ich finde diese Abhängigkeit, die wir von einer bestimmten Form von Fernsehforschung haben, sehr fragwürdig. Aber ich habe nicht die Erkenntnismöglichkeit für mich, weil das ja nicht mein Beruf ist, diesmal. Also ich wünschte, dass da es mal eine Supervision der Supervision gäbe. Herr Seibert, noch ganz kurz bitte. Ja. Ich wollte nur sagen, das mit der Recherche kam jetzt ja gerade auch nur auf, weil es darum ging, muss man Naturwissenschaftler sein, um so eine Serie zu schreiben, einen Physikkurs umzusetzen, darum geht es sicher nicht. Wobei ich das schon eben reizvoll finde, dass bei Big Bang Theory die physikalische Seite stimmt. Das finde ich eben gerade etwas, wo ich denke, das ist auch eine Frage des Handwerks, sowas dann in den Griff zu kriegen. Aber was ich persönlich sozusagen auch interessant an diesen wissenschaftlichen Themen finde, ist, dass es im weitesten Sinn dem Autor wie dem Wissenschaftler darum geht, dahinter zu kommen, was die Welt im Innersten zusammenhält, im hochtrabenden Sinn. Und man da schon immer wieder Überschneidungspunkte findet, die sehr interessant sein können. Aber wie gesagt, man kann da auch dann nur sagen, sind nur bestimmte Dinge möglich. Und sowas wie Big Bang Theory ist eben ein, finde ich jetzt im Sinne einer Comedy zum Beispiel, ein Idealfall, weil es eben gelingt, da größtmöglichen Profit aus der Ernsthaftigkeit des Umgangs mit Wissenschaft zu finden, um ein sehr witziges, fantasievolles Produkt auf die Schiene zu stellen. Ja. Eine letzte kurze Frage habe ich noch an Herrn Wemken. Wir haben heute Morgen von Miguel Sabido ja gehört, wie er es geschafft hat, mit einer Reihe von Telenovelas die Geburtenrate in Mexiko zu senken. Wie viele Soaps und Telenovelas würde die Grandi Ufa brauchen, um die Geburtenrate in Deutschland zu steigern? Also jede Menge, noch viele Aufträge von Öffentlich-Rechtlichen und so weiter, dann können wir das. Das ist ganz klar. Nein, ich glaube, also ich war heute Morgen nicht dabei bei dem Vortrag. Ich denke, dass die Telenovela in Südamerika einen wesentlich stärkeren Standort oder wesentlich stärker zur Standortbestimmung innerhalb der Gesellschaft beiträgt als bei uns. Insofern lässt sich da sicherlich auch gesellschaftlich mehr dadurch verändern. Sie sind ja auch sehr stark an aktuellen Themen oft dran, auch wenn das oft in Traumwelten spielt. Aber natürlich kann man auch solche Themen bei uns mit reingeben. Ob sich dann hinterher wirklich messen lässt, wie viel die Geburtenrate gestiegen ist oder andere Dinge, das bezweifle ich letzten Endes. Und ich glaube, das sind dann doch viele Faktoren und da sollte man auch nicht die Soap oder Telenovela nach vorne spannen, um dann zu sagen, jetzt
nehmt euch mal dieser Themen an. Also das würde, da haben wir andere Aufgaben. Wir wollen unterhalten, aber man nimmt sich natürlich auch dieser Themen an und sagt, okay, wie ernsthaft könnte man das machen? Ja. Okay, ganz herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie hergekommen sind und Ihre Erfahrungen und Ansichten mit uns geteilt haben. Das ist Ihr Applaus.